Hallo, ich bin unter die Pilgerer gegangen, mal kurzfristig. Und zwar schreibe ich dafür unsere Dorfzeitung und deswegen bin ich von hier zu Hause bis nach Köln gepilgert und habe auch ein paar Fotos gemacht, die ich euch gerne zeigen will und möchte euch auch noch ein bisschen was davon erzählen. Also der hier die Dorfzeitung federführend macht, hat mir dieses Büchlein gegeben und da seht ihr auch den Pilgerstein. Das ist der hier von Scheel. Es ist ja immer so, dass man nach Santiago de Compostela pilgert. Das ist in Spanien, ganz an der Westküste oben, Nordwestküste eben. Soweit habe ich es jetzt noch nicht geschafft. Ich habe mir den Kölner Dom vorgenommen, aber wer weiß, was noch kommt. Früher hat man das natürlich oft auch zu Fuß gemacht, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die das zu Pferde machen. Da bin ich am Überlegen und auch hier in diesem Buch, was ich euch gerade gezeigt habe, das Radpilgern. Und nachdem wir erstmal gedacht haben, was schreiben wir da drüber? Und haben wir gedacht, wir fahren das mal mit dem Auto ab. Dann sind wir halt von Scheel aus mit dem Auto die Strecken gefahren. Irgendwann standen wir vor dem Wald. Dann haben wir gedacht, okay, gehen wir das Stück mit den Hunden. Und kamen dann wieder an eine Stelle an, wo wir dachten, das ist für Hunde doof, weil da wieder Straße war. Habe ich mir einfach überlegt, ich mache Radpilgern, weil das in dem Buch stand. Und bin halt den ersten Tag eine Variante geritten, die es. Ich bin die nicht geritten, ich bin die gefahren mit dem Fahrrad. Eine Variante gefahren, wie es eigentlich relativ selten auf dem Pilgerweg ist. Es gibt nämlich hier zwei Varianten in Lindlar. Und zwar ist einmal der Stein, dieser Pilgerstein von Lindlar, mitten in Lindlar an der Kirche. Und der andere geht oben über Hohkäppel, also muss man einen Schlenker machen. Und auf in der ersten Variante habe ich in Marienheide angefangen, was ja eigentlich Quatsch ist. Man fängt ja da an, wo man wohnt. Aber ich habe mich halt von meinem Sohn mit dem Fahrrad dahin fahren lassen und habe gedacht, fahr bis zu dem ersten, von Pilgerstein zu Pilgerstein, nach Scheel halt, wo ich wohne, um den es ja auch geht. Und dann war ich in kürzester Zeit da. Ich habe ja seit neuestem so ein Pedelec, so eine Art, also kein E-Bike, aber wo man eben auch treten muss und hat dann Strom. Und dann bin ich da halt weitergefahren und wollte halt mal den Weg ausprobieren, wie es nach Lindlar geht. Und da ging es echt, also am Anfang ging es total gut. Dieses Waldstück, wo wir mit den Hunden gegangen sind, bin ich dann nochmal hergegangen, wo es auch echt total schön und idyllisch ist. Dann unter dieser Brücke hier, wo wir dann mit den Hunden eigentlich kehrt gemacht haben, mit dem Fahrrad gefahren, musste dann auch über so eine Anhöhe. An dem Tag war auch noch rund um Köln das Radrennen. Die sind natürlich ganz anders die Berge hochgekommen, aber ich habe es geschafft. Und kam dann da an diese Kreuzung, wo es halt in beide Richtungen geht. Da ist immer, da sind so Pilgerschilder. Da war dann zwei, habe ich jetzt leider auch kein Foto von gemacht. Und bin dann halt rechts Richtung Lindlar an der Jugendherberge vorbei und radel und radel und radel und stand dann schon am Gymnasium. Für die, die sich hier in Lindlar auskennen, hat man gedacht, komisch, da ist ja gar keine Jakobsmuschel mehr, die den Weg weiß. Jetzt war ich aber im Grunde genommen an der Stelle, wo er wieder auf den ursprünglichen Weg zurückgeht und habe immer noch diese Muschel nicht gesehen. Das ist irgendwie ganz witzig, weil die Muscheln zeigen immer in die Richtung, wo es lang geht. Zumindest hier in Lindlar, ne? Also wenn die Muschel die Spitze nach oben geht, muss man geradeaus gehen. Geht die Spitze nach rechts, geht es nach da und geht die nach links, geht es nach da. Da werde ich euch nachher noch von einigen Irrungen und Wirrungen schreiben. Aber ich habe halt da das verpasst, wo es einen kleinen Fußweg runter geht, wo ich das Fahrrad schieben musste und das zieht einen dann darunter. Konnte man auch keine Fotos machen. Dann war ich dann quasi im Ort, in so einer kleinen Siedlung in Lindlar und kam da auch ganz gut zurecht, bis auf eine Stelle, wo das zeigte nach rechts und ich dachte, hallo, wo soll es denn jetzt lang gehen halt? Dann bin ich nach rechts gefahren, habe da jemanden angequatscht, der hat gesagt, das ist irgendwo am Schwimmbad. Bin ich wieder zurück, wollte Richtung Schwimmbad, nichts zu finden. Den ganzen Berg wieder hochgeradelt, wieder jemanden gefragt, nee, hier ist es nicht. Und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich gesehen, es geht eine Treppe runter. Konnte ich das Fahrrad erstmal eine Treppe runtertragen. Ne? Also das mit dem Radpilgern sollte man sich tatsächlich erstmal mit dem Auto erkunden. Und genau die Strecke haben wir eben nicht erkundet mit dem Auto. Naja, und dann war ich endlich fröhlich im Dorf, fand die Jakobsmuscheln wieder und radel da so vor mich hin. Hab's wieder verpasst. Und habe gesagt, hier muss doch irgendwo auch der Pilgerstein sein und wieder nach vorne und nach hinten. Und dann habe ich eine Frau angesprochen, wissen Sie hier, wo diese Schilder sind? Blauer Grund, gelbe Muschel. Dann sagt sie, da, genau über mir war es dann. Ganz toll. Dann habe ich es irgendwie geschafft, links abzubiegen und dann war der Weg wieder weg. Ich habe gehört, ist am Schwimmbad, zum Schwimmbad gerade nichts. Da habe ich meine Kinder angerufen, dass die mich dann abholen mit dem Fahrrad. Hatte den halt verloren und dann haben wir den halt tatsächlich alleine wiedergefunden und standen tatsächlich da oben am Gymnasium. Wo es dann wieder Richtung oben in den Wald geht, erzähle ich euch gleich dann von.
Es geht auch nachher nochmal um diese Kölner Strecke, die ganz spannend war. Naja, dann sind wir halt nochmal zu Fuß, haben den Pilgerstein gesucht und das war eigentlich genau da, wo ich diese Frau gefragt habe. Da war dann der Pilgerstein in Lindlar. Gut, dann hatten wir den jetzt abgehakt und mich hatte es dann echt gepackt mit diesem Jakobsweg und ich will auch irgendwie eine nette Geschichte dann schreiben, die werde ich euch in ein paar Monaten dann auch mal präsentieren. Das hier ist übrigens auch ein Versuch mit meiner GoPro Action Cam, wo ich mir jetzt ein tolles Sennheiser Mikro für gekauft habe, dass ich die Geschichte erzähle und nachträglich die Bilder da drauf tue. Und das wollte ich erstmal mit Bildern machen, später dann auch mit Videos, um erstmal die Technik hinzukriegen, muss mich mit dem Programm beschäftigen. Aber ich will halt irgendwie ein bisschen mehr Qualität und hoffe auch, dass es dann eigentlich weniger Arbeit ist, weil ich sonst immer erst die ganzen Filmausschnitte zusammengeschnitten habe und dann habe ich drauf gesprochen. Das war so ein gewisser Stress, weil man ja weiß, gleich kommt das nächste Bild, das nicht so gut abschätzen kann. Versuchen wir es jetzt mal so rum. Also kleiner Testlauf hier. Ja, es hatte mich halt gepackt und ich wollte nach Köln. Und habe da meine Mutter gefragt, sollen wir nicht mal das Stück, wo man mit dem Auto nicht mehr weiter kann, das ist hier in Lindlar in Burg, so heißt das, ob wir das nicht mal mit dem Fahrrad fahren sollen bis nach Köln. Wir sind dann halt in Hobusch, Hohkeppel, Immekeppel, wer sich hier auskennt, auch nochmal mit dem Auto hingefahren. War dann auch nochmal ein Stück Wald, was wir dann nicht gegangen sind, wo uns aber klar war, es kommt hier unten raus. Zum Immekeppeler Dom biegt man einmal rechts ab und geht dann zurück. Und dann geht es total einen Berg rauf. Aber dann haben wir halt aufgehört, das mit dem Auto zu fahren. Der Rest war uns also völlig unbekannt, meiner Mutter und mir. Es fing halt an, meine Tochter hat uns da hingefahren. Und dann sind wir losgeradelt und da war ein Holterdiepolterweg, wo man, es sind ja keine Mountainbikes, ne, voll durchgeschüttelt wird, wo wir echt schon dachten, das fängt ja gut an, mussten dann schieben und haben gedacht, na, das gibt im Leben keinen mit Köln. Aber dann wurde der Weg irgendwann doch besser im Wald, nach so einer Viertelstunde vielleicht und dann konnte man eigentlich gut fahren. Dann haben wir halt total diese Aussicht genossen, die es da gibt. Meine Mutter hat da ganz viele Bilder gemacht, die ich euch hier auch einblende. Naja, und dann ging es halt bergunter, bergunter, bergunter. Meine Mutter ist das mal umgekehrt gegangen. Das ist nämlich hier auch die Heidenstraße. Und das ist halt die Straße, wo möglicherweise die Christianisierung auch gewesen ist, dass man die Heiden vom Christentum überzeugt hat. Also die Heidenstraße kann man nach die Richtung, in die Richtung gehen und in die andere Richtung. Den Pilgerweg natürlich nicht. Der geht immer in Richtung Santiago de Compostela. Ja, und bis Immekeppel war das halt wirklich genauso toll mit den Muscheln ausgeschildert wie hier. Und dann war aber irgendwann eine Muschel nach links, wo wir dachten, hä, geht das jetzt da in diese Einfahrt von Immerhorstein? Kann doch nicht sein. Dann sind wir gesagt, okay, wir fahren einfach Mäuzelt weiter den Berg hoch und da ging es dann auch tatsächlich weiter. Und in Bensberg sind wir dann eingekehrt. Ich habe jetzt nicht so ein super Mountainbike, das ist ein Klapprad und das haben wir dann da aufgeladen, während wir eingekehrt sind. Und sind dann diese Kehre, die es in Bensberg macht, da ist nämlich, da geht es rechts hoch zum Schloss, dann in die Fußgängerzone und da trifft sich's wieder. Da sind wir dann zu Fuß und haben dann nachher da abgekürzt. Also im Endeffekt sind wir natürlich schon alles gegangen und haben uns da das erste Mal dann wieder verirrt, weil es da echt anfing. Immer wenn die geradeaus meinten, haben die einfach irgendein Schild dahin geklebt. Und das zeigte aber nach links, von Lindlar waren wir es anders gewohnt und von Immekeppel und haben uns da auch dann verirrt, bis uns das mal klar wurde, die kleben hier anders. Und dann haben sie, wenn man halt abbiegen sollte, einen kleinen Pfeil dran gemacht. Und dann teilweise auch Pfeile nach rechts und nach links, was beim Pilgerweg ja gar nicht geht, wo ich dachte, haben sie da den Praktikanten dran getan. Aber die Strecke von Bensberg bis nach Köln, die war schon echt toll. Und in Brück war es dann wieder abenteuerlich. Da hörte der Wald dann auf, also total schön durch den Königsforst. Leider auch ohne Bilder. Wir sind geradelt und haben genossen, kann nicht immer alles fotografieren. Deswegen tue ich euch da ein paar Bilder rein von dem Wald, wo wir mit den Hunden waren. Da habe ich halt viele. Ja, und dann in Brück, wir fanden die Muschel, Pfeilzeit nach links. Wir waren total happy, radeln da die Straße, so eine Anliegerstraße. Keine Muschel mehr. Wir wieder zurück, haben da jemanden gefragt. Und dann haben wir ja Gott sei Dank hier diese Karten aus diesem Buch gehabt. Und dann hat der halt gesagt, ja, das ist die B55, die ist aber da vorne. Also haben sie eine Kreuzung früher die Muschel hingemacht. Ey, Hammer. Naja, und dann waren wir endlich auf der B55. Und das Schöne ist, es ist zwar die ganze Zeit durch Köln durch, am Aldi vorbei, an irgendwelchen verschiedenen Geschäften vorbei, mitten durch die Kalker. Altstadt so, aber es geht immer die B55 entlang. Da hörten auch irgendwann die Schilder tatsächlich so irgendwann in Kalk hörten die komplett auf, dann waren da keine mehr. Aber da kam man ja nicht ganz gut mit der Karte zurecht, weil die B55 in Deutz stark nach links abbiegt
und man da geradeaus fahren muss, das war auch kein Problem, da waren wir ja schon ganz nah dran. Meine Mutter sagte, dann soll man nicht von Deutzer Bahnhof herfahren, soll man nicht die Hohenzollernbrücke nehmen, und ich, nein, ich will auf den Pilgerweg fahren. Ich will ja nicht, ich weiß ja, wie man zum Kölner Dom kommt, aber ich will halt wissen, wie geht der Weg entlang. Und da ganz am Ende, da sind wir es einen Moment falsch gegangen, da haben wir nämlich, da ging das so rechts, links, links, rechts auf die Deutzer Brücke zu. Und dann dachten wir, es geht doch am Bahnhof entlang, war aber nicht so. Eigentlich hätte man über die große Straße drüber, so gut wie möglich geradeaus. Und wäre dann irgendwie an so einem Kennedy-Denkmal, da wäre man dann halt dieses Drumherum. Aber auf der Deutzer Brücke haben wir es dann wieder gefunden gehabt, waren wir wieder drauf. Und dann am Heumarkt, ich hatte auf die Karte geguckt, meiner Mutter gesagt, es geht da rechts entlang und am Ende erst links. Meine Mutter fährt quer drüber und findet mich da nicht mehr. Und dann habe ich die halt so geknipst auf dem Heumarkt, sehe dann irgendwann, wie sie ihr Handy auspackt, und dann dachte ich, naja, brauchst du sie ja jetzt nicht anzurufen, jetzt rufst du mich an, und so war es dann auch. Und da waren wir dann halt ein Eis essen, das haben wir uns gegönnt. Und das war halt auch so, als wir auf der Brücke waren, das war so ein geniales Gefühl, da den Dom zu sehen. Ne? So, wir haben es geschafft quasi. Also echt klasse. Da kann man sich richtig vorstellen, wie sich die Pilger vielleicht gefühlt haben. Ja, und nach dem Heumarkt ging es dann über Altermarkt, und dann wäre es halt da entlang gegangen am Römisch-Germanischen Museum, wo dann zwei Treppen hochgehen und diese alte Römerstraße, die sie nachgebaut haben, die, wo sie aber die Steine nicht mehr hingekriegt haben, weil die hatten das mit Kreide markiert. Als sie die haben sie verlegt halt mit Kreide die ganzen Steine markiert, und dann hat es geregnet, dann waren die Markierungen weg. Also haben die das irgendwie ja mehr schlecht als recht zusammengebaut und holperig, da wollten wir nicht drüber und sind dann halt parallel 20 Meter entlang und dann am Dom angekommen. Also erhebend, wirklich toll. Und da haben wir jetzt keinen Pilgerstein gefunden, weil ich denke mal, den braucht man da auch nicht, weil so eine Kirche ist. Am Emil-Keppeler Dom war ja einer, aber am Kölner Dom, das ist halt wahrscheinlich die Reise wert. Und gut, dann sind wir halt zum Bahnhof, und dann wurde es halt richtig mühselig, weil der Zug nach uns, also das ist der Zug nach Meinerzhagen, der war ausgefallen. Eigentlich kann man vom Kölner Hauptbahnhof gleich durchfahren bis nach Engelskirchen, da wollte meine Tochter uns abholen, aber nein, dann mussten wir erst zur Frankfurter Straße, waren wir gerade drüber geradelt, na toll, da kam dann ein Bus, dann mussten wir mit dem Bus in diesen Raum da quasi rein, war ja gar nichts vorgesehen für Fahrräder. Dann kam der Busfahrer an, eigentlich darf ich sie gar nicht mitnehmen. Da haben wir schon gedacht, na hurra, toll. Dann hat er uns aber doch mitgenommen und dann endlich in Rösrath in den Zug und ab nach Engelskirchen, und da hat die Larissa uns dann abgeholt. Das war eine Reise. Jetzt überlege ich, ob ich vielleicht von Köln aus mit dem Hänger irgendwie dahin fahre und ein ganzes Stück mit den Pferden mal reite. Muss ich mich mal erkundigen. Falls ihr da irgendwie was wisst oder das schon mal gemacht habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dann geht es auch wieder über Pferde. Macht's gut. Tschüss.